Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwirsch und dies sind die Themen für Dienstag, den 29. März. Über 100 Osterfeuer brannten am Osterwochenende im Landkreis Nienburg. Im Nienburger Ortsteil Erichshagen setzte die Feuerwehr ihre Tradition auf dem Sportplatz fort. Dort wurde bei Anbruch der Dunkelheit das Feuer unter den Klängen des Spielmannszugs Erichshagen-Wölpe gezündet. Das Interesse war groß. Hunderte Besucher schauten es sich bei Bier und Bratwurst an. Das erste Osterfeuer gab es in Erichshagen 1968. Seit 1973 wird vom Erlös des Festes jedes Jahr ein Kinderfest gefeiert. Das gute Wetter lockte am Samstagabend auch viele Besucher zum Rehburger Osterfeuer. Neben der von der Freiwilligen Feuerwehr organisierten Veranstaltung gab es am Wochenende im Bereich Rehburg-Loccum noch 29 weitere Traditionsfeuer. Der Nienburger Karim Iraki ist bekannt wie ein bunter Hund. Im ganzen Landkreis hilft der 47-Jährige Flüchtlingen. Er kann einfach nicht Nein sagen, meint er. Aus gutem Grund. Iraki selbst flüchtete als 17-Jähriger vor dem Bürgerkrieg im Libanon nach Deutschland. Er weiß genau, wie sich Flüchtlinge fühlen. Auf der Bahnstrecke Nienburg-Minden sollen in den nächsten Jahren immer mehr Güterzüge verkehren. Der Verkehr soll sich laut Bahnprognose von 10 auf 50 bis 80 pro Tag steigern. Schon jetzt klagen Anwohner über Bahnlärm. Die Bürger fordern Lärmschutzwände und beschrankte Bahnübergänge. Jetzt sprach die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katja Keul in Esdorf mit Bürgern und Bürgermeister über die Lärmprobleme. Zum Sport. Die SG Hoya ist der Sieger des Wochenendes. Binnen 50 Stunden fuhr der Fußballbezirksligist zwei Heimsiege ein und verabschiedete sich vorerst aus dem Kampf um den Klassenerhalt. Der SSV Steinbrink bleibt die große Überraschung im Fußball-Kreispokal. Der Kreisklassist warf im Viertelfinale mit dem TSV Loccum schon den dritten klassenhöheren Kontrahenten aus dem Wettbewerb und steht nun im Halbfinale. Die SG Schamerloh setzte am Montag ihren Aufwärtstrend fort. Nach dem jüngsten 1:1 gegen den Oberliga-Tabellenzweiten aus Hildesheim folgte gestern der Erfolg im Landespokal. Durch das 2:1 gegen den HSC Hannover erreichten die Südkreislerinnen das Halbfinale. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Dienstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.